Zeitung zu lesen, Verwahrlosung von Kindern. Ich sehe es mal anders. Wir müssen helfen dort, wo Kinder nicht mehr von ihren Eltern unterstützt werden können. Es ist auch nicht so, dass sie das machen aus, manchmal aus irgendwelchen Böswilligkeiten, wo wir das sehen und was wir miterleben, ist es eher so, die können. Die können nicht nur für sich selbst sorgen, geschweige denn für ein Kind. Die kommen mit ihren eigenen Problemen nicht klar und sollen die Probleme der Kinder lösen. So, jetzt habe ich von Drogen und haben von Krankheiten geredet, die ebenfalls eine ganz, ganz starke Belastung für Familien sind und es trifft immer am meisten die Kleinen. Immer am meisten der kleine Ehepartner, der ist meistens auch mitbelastet, aber der kann noch eine, oder hat eine meistens auch befestigte oder eine andere Entwicklung von hinter sich. Ein Kind ist ja gerade in der Entwicklung. Und es braucht jemand, der dafür ist, da ist, der Sicherheit gibt. Und die können nicht nur sich selbst Sicherheit geben und schon gar nicht den Kindern Sicherheit geben. Deshalb ist das Thema frühe Hilfen von uns auch mehrfach im Sächsischen Landtag angestoßen worden. Wir hatten immer das finnische Modell präferiert. Das ist ein Modell, das in Finnland gemacht wird, wo eine Hebamme oder eine andere im Bereich der Gesundheit tätige Person in jede Familie geht. Also jede mal zunächst besucht und dann halt einfach dort, wo es notwendiger ist, häufiger hingeht. Das hat die Landesregierung nicht gemacht. Sie hat einen anderen Weg gewählt. Sie hat sogenannte Risikofamilien dann halt charakterisiert, die nach bestimmten Voraussetzungen dann zur Risikofamilie gestempelt werden, weil sie überzogen ist, sagen, dort gehen die Familienhebammen hin. Ich glaube, das ist ein erster Schritt. Wir sind auch froh, dass das überhaupt hier im Saarland gemacht wird. Wir sehen auch, dass da eigentlich mehr Hebammen gebraucht werden, als zurzeit im Einsatz finanziell im Einsatz sein können. Das ist ein erheblicher Bedarf und wir wollen das ausbauen, aber in die Richtung, dass wir wirklich überall hingehen, dass niemand den Anschein hat, oh Gott, wenn die Familienhebamme jetzt bei mir an der Tür steht, ich bin eine Risikofamilie. Dass es einfach eine Selbstverständlichkeit ist, dass am Anfang, wenn man Kinder bekommt, jemand kommt, unterstützt, berät und wenn man dann das Gefühl hat, dann kann ich vertrauen, auch häufiger kommt, wenn es notwendig ist. Das letzte Thema, das ich ansprechen möchte, ist das Thema Armut, Kinderarmut, wo ich jetzt erweitern müsste. Man redet ja über mehr Generationen, also wir bekommen auch eine Rentnerarmut. Wir haben zwei Bereiche, wo man wirklich, wenn man sich die Entwicklung analysiert, sehen, wir werden mehr Kinderarmut bekommen, weil nämlich dort, wo die Eltern schon in Armut sind, einfach sehr viele Kinder geboren werden, die leben aber schon in Armut. Und wir sehen, wenn wir die Lohnentwicklung sehen oder auch das, was verdient wird, und rechnen das hoch auf die Rente, sehen wir, dass wir bei den älteren Menschen auch eine Rentnerarmut haben. Also die zwei Bereiche sind ganz, ganz wichtig, um die muss man sich kümmern. Das Rente, auch vor allem auch das Thema im Bundestag, aber ich hoffe auch, dass da über neue Modelle nachgedacht wird. Also man kann ja nicht, wenn man weiß, dass so eine Entwicklung ansteht, warten, bis die eingetreten ist, dann feststellt, dass halt so viele Menschen dorthin gedriftet sind, sondern ich hoffe doch, dass man vorher anfängt. Und ein Thema, wenn man über Rentenarmut in der Zukunft redet, ist ganz klar Mindestlohn. Ganz klar Mindestlohn. Wenn wir nicht mal bereit sind, dass jemand für seinen Lohn 7,50 Euro bekommt, dann brauchen wir über Armut im Alter nicht zu reden. Das ist doch ganz klar. Der Niedriglohnsektor kann sich auch jeder ausrechnen. Das kann nicht funktionieren. Und deshalb, wenn man da ansetzt, müssen wir über diese Themen auch wirklich ernsthaft mit der Wirtschaft und auch mit anderen politischen Parteien diskutieren. Ich möchte jetzt mal auf die Kinderarmut eingehen, weil da zurzeit sehr viele Veranstaltungen sind. Es liegt auch daran, dass die AWO im Saarland eine ganz große Kampagne gestartet hat. Kinderarmut hat verschiedene